Hallo, ich bin im Bett mit dem Max Giesinger. Hi. Hello. Freut mich, dass ich hier auch mal landen musste. Ja, ne? Es hat auch lange genug gedauert. Wir haben, glaube ich, so seit 2 Jahren oder so. Echt? Zumindest habe ich Anfragen bekommen. Okay. Ja, ja. Und nie Zeit gehabt oder keinen Bock? Ich weiß nicht, warum das nicht geklappt hat. Aber jetzt sind wir hier. Ist doch super. Das freut mich auch. Ja, ich glaube, es macht ja jetzt auch Sinn, mal ein neues Album und so, ne? Das ist tatsächlich richtig, ja. Guck, weil das ist der Punkt, warum wir jetzt hier sitzen. Ja, ja. Lang gearbeitet jetzt dran. Ja. 1,5 Jahre geschrieben. Und jetzt ist es bald soweit, am 8.4. kommt die neue Platte raus. Super. Der Junge, der rennt, heißt die. Bin ich. Der Junge. Du rennst? Ja, noch ein Junge, ne? Ja. 27 jetzt. Ja, süß. Ne? Geht noch, ja. Ja. Ja, geht klar. So, jetzt hier mal so ein paar bettbezogene Fragen, ne? Weil wir sind ja hier so im Bett. Im Bett, ne? Ja. Bequemer auch hier auf jeden Fall. Ja, findest du? Meins ist auch relativ gut, ne? Bequemer. Da würde ich jetzt, könnte ich mich direkt schon wieder hinlegen und ein Stündchen weg. Noch ein bisschen. Wegsneaken. Obwohl du heute Abend in Hannover. So. Ja. Hält ja auch am Leben. Hält länger am Leben, ja. Ja. Also wenn man jeden Tag irgendwie 15 Minuten Power snappt. Ernsthaft? Snapped? Das heißt nicht Power snapped von Snapchat. Das ist Power snapping, ne? Ja. Ja, Powernapping. Ja. Powernapping. Du hast recht, weil wir eben über Snapchat gesprochen haben. Ne? So passiert es. Ja, schon ist der Kopf kaputt. Mann. So, jetzt hier mal. Pass ja, auf. Ja, mach mal. Pass auf. Was ist letzte Nacht passiert? Letzte Nacht hatte ich einen Auftritt in der großen Freiheit. Ja. Da habe ich die Frau Stürmer supportet. Ja. Vor irgendwie 2.000, 3.000, nee, da passen 1.500 so. War aufregend, weil ich ganz allein mit der Akustikgitarre da performe. Ja. Aber sehr viel Spaß gemacht. Und dann bin ich direkt danach ins Bett geflüchtet und musste mal ein bisschen Schlaf nachholen, weil mich die ganze Zeit auf Tour mein Manager begleitet hatte und wir haben immer ein Hotelzimmer geteilt und der schnarcht richtig heftig. Und ich habe da irgendwie. Kein Ohrenpacks, ne? Wenn so ich habe die vergessen, die Ohrenpacks. Ja, aber das hilft das war nix. Ziemlich doof. Nee. Weil du steigerst dich irgendwann so krass rein und ich habe dann immer versucht, vor ihm irgendwie die Augen zuzubekommen, aber der legt sich rein, ist direkt weg. Und dann schnarcht der so direkt so los. Und ihr habt da nicht ein Abkommen, dass du ihn treten darfst oder so? Nee, ich hau dann immer manchmal das Kissen halt so voll auf den Kopf drauf. Und dann ist er dann kurz ruhig, versuche ganz schön einzuschlafen, aber. Ach, sind oft nicht hinbekommen. Das ist anstrengend. Also, ja, aber jetzt bin ich ausgeschlafen. Aber wenn es jetzt dann weitergeht, denk dran, Oropax einpacken. Ich habe jetzt 4 dabei. Vielleicht stecke ich die nacheinander rein, sonst ist wirklich alles komplett abgedichtet. Ist auch noch die Nasenlöcher rein, so alles voller Oropax. Mhm. Das ist mein Plan. Das ist ein guter Plan, super. Ja. Wo schläfst du heute Nacht? Heute in einem Hotel in Hannover. Das spielen wir nämlich. Ja. Ne, dieses Mal allein, wenn ich alles täusche. Ich mache jetzt heute das ganze Ding allein. Ne? So am Anfang war so der Babysitter dabei, damit ich so ein bisschen da reinkomme und alles klar ist und Leute kennenlernt. Und jetzt kriege ich das wahrscheinlich auch allein hin. Ja. Ja, cool. Immer schön. Gut für den Schlaf auf jeden Fall. Ja. Warst du schon mal vor irgendeinem Ereignis so aufgeregt, dass du nicht schlafen konntest? Tatsächlich gerade vor einer Woche oder vor 1,5 Wochen, da haben wir das Video gedreht für die erste Single, 80 Millionen. Okay. Da ist die Stefanie Giesinger dabei, falls du die kennst. Okay. Die hat Topmodels geworden 2014 und witzigerweise haben wir den gleichen Nachnamen. Ne? Hat sich das dann ergeben. Ja. Und im Song geht es halt so um die Zufälle des Lebens, ne? Dass man sich irgendwie durch ganz viele verschiedene Faktoren begegnet. Und da fand ich es witzig, dass wir den gleichen Namen hatten und auch irgendwie so ein bisschen in der Öffentlichkeit stehen. Und weil das Video ja wichtig ist, ne, so ist der erste Step so nach draußen, was jetzt rauskommt, war ich da halt ultra aufgeregt und konnte irgendwie nur so 2 Stunden schlafen. Das war auch immer so ein Hotel, wo die Nachbarn irgendwie bis um 4 randaliert hatten. Ne? Danach steigerst du dich immer rein, dann konnte ich im Endeffekt irgendwie gar nicht pennen. So fette Augenringe dann gehabt, aber dann hat der dann so eine Visagistin dabei, die das dann versucht zu kaschieren. Sehr praktisch. Aber ja, also kommt schon vor, auch immer so vor den ersten Gigs vor der Tour bin ich dann auch immer aufgeregt. Korrekt. Oder wenn man einfach irgendwas im Kopf hat und es nicht eigentlich loslässt, ne? Ja. Dann wälzt du dich rum und jo. Nicht so geil. Wo habt ihr gedreht? So geil, ne? In Berlin. Ja. Ja. Also im Song geht es auch ein bisschen so. Vom Dorf in eine Stadt, dann noch in die nächste Großstadt, am Ende landet man in Berlin. Und deswegen hat es sich so angeboten. Aber du jetzt im Clip noch nicht, ne? Ich bin jetzt nach Hamburg gezogen. Es gibt noch ein paar, die nicht in. Gegen den Trend mal. Von Mannheim nach Hamburg. Ich habe fast 3 Jahre sogar in Mannheim gelebt. Und mich dann dafür entschieden, mal nach Hamburg zu ziehen, weil für mich war es komischerweise immer so ein Homecoming, wenn ich hier war. Weil irgendwie habe ich mit der Stadt so eine Connection, ich weiß auch nicht. Ja. Und dann bin ich da mit meinen ganzen Dudes hierher gezogen. Ich wohne jetzt auf dem Kiez. Ja, sehr schön. Schon geil. Ist ja auch eine tolle Stadt. Ja, voll. Ja. Also ich komme aus so einer 4000
Einwohnergemeinde, ne? Und jetzt direkt auf der Reeperbahn. Ja, Schon ein das schon. kleiner Unterschied, ne? Also allein auf der Straße ist mehr los als bei mir, Ja. wenn du die ganzen Nachbardörfer noch zusammenzählst. Aber ist geil, ist mal, ja. Ihr habt ja auch direkt um die Ecke diesen schönen kleinen veganen Laden, 12 Monkeys. Da war ich noch nie Ja, guck drin. mal. Also ich sage jetzt Ja. keine Straßennamen, aber ja. Das ist das da gegenüber vom Aldi. Genau. Da muss ich mal, das Ja, sieht guck sehr gut mal. aus, Ja, aber der ich ist total bin hier bisher so immer dran strahlend. Ja, vorbeigelaufen. siehst du? Aber ich gehe mal zu dem geilen Bagelladen, der ist auch nur ein paar Meter von uns weg. Der da in der Ecke, Ja, da. das ist richtig geil. Das ist Ja. der beste Bagel. Ich mache jetzt Ja. einfach mal so Werbung für, So, ne? guck mal, aber ja, da Und haben wir jetzt vielleicht mal sehen sie das einen und ich kriege mal Namen, einen Bagel for free. Das ist schon wieder gelohnt, ne? aber. Tuna Taste Bagel. Fisch. Immer gut, ne? Ungesättigte Fettsäuren. Das ist Okay, mein ich Ding. bin jetzt im Veganer-Laden und so, war ein Ja. Hinweis, da kannst du jetzt bei mir nichts. Ja, kann ich So, nichts mit nee, reisen, nichts mit Reisen. ne? Ja. Okay. So, kommen wir mal hier zurück zum Thema. Ja, bitte. Wie viele Stunden Schlaf brauchst du mindestens, um fit zu sein? Bei mir haben sie so 8 Stunden am Tag eingepegelt. Ja. Also ich stelle mir auch immer einen Wecker auf, also beispielsweise gehe ich um 1:30 Uhr ins Bett, dann bis 9:30 Uhr, Ja. ne? Und so, dass ich immer meine 8 Stunden habe und Ja. dann komme ich gut durch den Tag. Das ist gut. Die letzten Wochen waren es eher so 6, Ja. 6,5 und das merkt man dann schon. Dann bin ich irgendwie so gegen 10, 11, bin ja ordentlich am Arsch dann. Ja. Deswegen, so, wenn ich meine 8 Stunden hinbekomme, das kriegt man nicht immer hin. Ne? Nee. Momentan kommst du irgendwie um 1 ins Bett, musst auch das ganze Merch-Zeug abräumen, Ja. noch zum Hotel fahren, einchecken und dann wird es halt 1 und am nächsten Tag vielleicht schon wieder um 7, 8 los, weil es Weiter. irgendwelche Ja. Interviewsachen sind, aber gerade die Promo fürs Album anfängt. Jo, aber dann muss man halt mal durch, ne? Aber 8 Stunden finde ich dufte. Ist gut, okay. Das Gegenteil davon, wann hast du das letzte Mal richtig durchgemacht und was hast du gemacht? Wann habe ich durchgemacht? Ich glaube, vor 4, 5 Tagen in Prag. Also, ja, wir haben in Wien gespielt und hatten dann einen Off-Day Ja. und mussten dann nach Berlin. Und das lag halt genau auf dem Weg. Ne? Haben wir gedacht, okay, wir können dann durch Deutschland fahren, irgendwie so kompliziert, noch 3 Stunden länger oder direkt durch Tschechien durch. Und dann haben wir gedacht, jo, lass Nochmal. mal Abstecher in Prag machen. Haben wir da so ein ultra geiles Hotel für einen Low-Budget-Preis geschossen, weil wir so spät dran waren und war dann irgendwie mal cool, ne? Ja, Und dann geil. sind wir irgendwie aus Versehen in so ein Pubcrawl reingeschlittert. Und eigentlich wollte ich mich ein bisschen auskurieren an dem Tag, aber War am dann nichts. Ende ziemlich besoffen gewesen dann auch. Aber ey, einmal in Prag, ey, muss man auch mal machen. Kann man, aber hast du dann wenigstens auf der Fahrt geschlafen? Ich muss leider fahren, weil hier mein Manager, der Nein. fährt so ungern. Das heißt, ich muss aber immer noch am Steuer sein. Ich habe schon Nein. 3, 4 Stunden gepennt, das war dann Ja, okay. ja, Ich habe dann ja, auch Kaffee getrunken und so. ja. Aber muss dann auch fahren, ja. Das ist ja hart. Schön mit dem Fiat da, mit 120, schneller geht's nicht. War abgepaced nach Berlin. Das ist geil. Geil, sehr schön. Wir haben schon etabliert, du liest Bücher, so echte Bücher, wie Naja. sie da hinten so im Regal sind. Was liegt Hier. denn momentan so bei dir im oder neben dem Bett? Lass mal überlegen. Momentan lese ich, wie heißt dieser? Irgendwas von Frank Schätzing. Der Nachfolger von Der Schwarm. Aber irgendwie bin ich auf Seite 400 und es ist immer noch stinklangweilig. Also ich Ja. kämpfe mit dem Buch jetzt auch schon seit 3 Monaten. Ja, Weil gerade ist halt ich viel habe einen los, ne? Schätzing und danach dachte ich, habe ich alle Schätzings und danach Echt? bin ich Ja, jetzt durch ist mit irgendwie ist nicht Schätzing. so geil gerade. Ich muss auch überlegen, ob ich das komplett durchziehe, weil der macht ja immer so Riesenschmöcker, ne? Irgendwie Ja. 1500 Seiten. Ja, also ich habe gerade auch zu wenig Zeit, ne? Da bist du immer raus und dann weißt du nicht mehr so richtig. Ich habe ja gerade gelernt, 100-Seiten-Regel. Wenn du nach 100 Seiten nicht denkst, ich will das zu Ende lesen, dann. Vielleicht soll ich es einfach mal ins Klo reinschmeißen, das Buch. Ich Oder kann das einfach ja wieder auch nicht, ne? Also ich abschließen. denke immer, mein Gott, jetzt habe ich das schon angefangen, irgendwie Naja. so, ja, aber ich muss das auch mal lernen. Ich muss auch mal Naja. lernen, wie, ja. Die meisten Arbeite Bücher daran. entwickeln ja auch eine gewisse Spannung, ne? Aber ich habe Ja, aber so trotzdem, wenn du drei, nach vier durchgezogen 100 und dann am liest. Ende gedacht, na scheiße, hättest du auch. Nee, da musst du Hättest du mal. schenken können, jetzt die paar Werd Stunden, ne? konsequenter. Werd Ja. konsequenter. Ich Ich kann bin das eher nicht. so der Krimi-Typ eigentlich. Ja? Aber wenn du zu viel Krimis liest, dann oft auch immer so Ist auch immer so, das irgendwie muss ermüdend, sein. ne? Ich muss jetzt Ja. mal umschwenken. Ich gebe dir da mal ein paar Tipps hier. Das wäre cool, Mama, ja. Mama, Mama. Ja. Bist du ein Morgenmensch? Also wenn ich meine 8 Stunden geschlafen habe, dann bin ich tatsächlich ein Morgenmensch. Ne? Ja. Dann kann ich direkt Witzchen reißen und gut drauf sein. Also bin auf jeden Fall kein Ja. Morgenmuffel. Ja. Nur wirkst ja auch jetzt hier so ganz gut. Wobei es Ne? jetzt auch gar nicht mehr so früh, Es ne? ist Wir haben nicht ja mehr noch so ein früh, bisschen ist ja auch geschoben. schon Ja. eins. Ja, Ne? wahrscheinlich jetzt schon eher. Naja. Noch ein bisschen später. Ja, und da sind jetzt noch Party machen in Berlin. Ne? Zum Beispiel. Wir sind jetzt auch schon hier. Genau. Hart am Work. Hart am Arbeiten. Ne? Ja. So, letzte Frage. Ja, schon die letzte. Ja, Ja. das ging ja schnell.
Welches Monster schläft unter deinem Bett? Welches Monster? Ich glaube, es ist ein Alligator. Ein Ja, ein Baby-Alligator. Baby-Alligator. Ja. Dann halte ich aber bisher immer noch im Zaun so, Ja. fütter den immer mit Ratten. Ja. Die man hier. Das ist am Kiez, Ja, ne? im Kiez. Ich fange die dann immer irgendwie Ja. nachts Nicht so so um drei, schwierig. vier. Findet Da, man schon ich kenne da so welche? die ganzen Nester. Ja. Und dann nehme ich da so drei, vier mit pro Tag und dann lässt er mich in Ruhe. Ne? Ist gut. Das ist ein cooler, der heißt Jack. Okay. Jack the Alligator. Sehr schön. Ich sag dann immer zu ihm, wenn ich auf den Kiez gehe, see you later, Alligator. Und so Hervorragend. sind wir einfach Dudes geworden. Ne? Ja. Ne? Also, ich denke, nächstes Album gibt es einen Song über Check, oder? Das soll auch Check the Alligator heißen. Also jetzt nach Junge, also Laufen lernen hieß die erste Platte, ne? Ich habe immer Ja. so ein Ja. Bewegungsmotiv. Kommt dann Check the Alligator. Nee, kommt dann der Junge, der rennt. Und dann, Und dann klar, kommt. liegt auf dem Weg, Check the Alligator. Ja. Ja. Rennt vor Jack weg oder so. Check whack. Rennt vor. Ach komm, ja, Der Junge rennt vor Check the Alligator, whack. ja. Und dann wird das Haben wir es Ding. schon, oder? Sagen wir es schon. Guck mal. Wann Halbe wird, Arbeit schon geschafft. kommst du ja auch ins Mojo? Am 16.04. Wenn du mich einlädst, mal Du bist gucken. recht Ja. officially eingeladen Ja, jetzt. Zur cool. Album-Release-Show mit Ja. Band, Pipapo. Ja. Ja, Kriegen wir wird hin. gut. Freue ich mich. Ich mich auch Cool. total. Ja. Ich singe jetzt noch was, habe ich gehört. Ne? Ja, du singst jetzt gleich noch was. Ja, Ne? Wir mache ich machen das jetzt hier mal. gleich mal aus und dann Okay. singst du was. Ja, war schön hier. Mich, macht's gut. Mal schön ausschlafen, ne? 8 Stunden Acht Regel. Stunden. Dann läuft Und das. Bücher auch mal nach so einer Wird mal Seite wegschmeißen. 90. Auch 90. mal Ich werde gern. 100. Ist das so? Ja. Kann man auch so lesen an dieser Lebenslinie da. Ja. Meine ist, glaube ich, nur irgendwie so bis 75, damit es eng, dass ich das auch nachlesen kann. Deswegen muss man den Moment genießen. Okay. Hey, ich wünsche euch was, ne? Tschüssi. Cause it's easy to say it'll all be okay, but that's always the way.